Ja, und dann wieder unsere Farbe geheilt. Können wir mal gucken. 4, 4, 3, 5, 4, 5. Ja, es wird langsam. Langsam wird es. Langsam sind wir auf Start-Pokémon-Niveau. Wir Start-Pokémon, was man bekommt. Aber nur langsam. Und wieder ein wildes Pokémon. Ein Taubsee. Eine Taubnessel. Ja, machen wir mal wieder das Prozedere. Silberblicke reinhauen. Drei Stück, würde ich sagen. So. Und wechseln wir mal wieder. Wer soll mal was abbekommen? Ich würde sagen, Pikachu ist so weit hinten ran. Obwohl er die stärkste Attacke hat. Kratzer. So, Pikachu. Oh, so ein Volltreffer, das war unschön. Wirklich unschön. Ne, da muss ich jetzt nochmal wechseln. Charlotte. Level 3 gegen Level 4 war aber nicht so eine gute Idee. Aber Charlotte sollte das hinbekommen, oder? Oh, wieder ein Volltreffer. Was ist mit dem Taubsi los? Der hat auch einen Volltreffer. Ich hoffe, mein Mikrofon sitzt gut. Ich denke mal schon. Und wieder geschafft. Aber kein Level up. Oh, noch Pipikablu. Sehr gut. Wir sind schon wieder total fertig durch einen Taubsi. Zitrone mal nach vorne. Ja. Okay, 4, 4, 4. 4 Level 4 und 2 Level 5. Ja, immerhin. Das Mikrofon ist mir gerade total im Mund. Sorry, wenn das unangenehme Geräusche gemacht hat. Ja. Oh, hier ist ein Trainer, ne? Schaffen wir die? Wir probieren es einfach. Ah, ich bin kein Trainer. Ah, hier ist noch einer, oder? Hallo. Und was hast du? Oh, wir haben Käfer-Pokémon. Das sollten wir hinbekommen. Ich leg ihn mal hin. Oh, mein Rücken. Zu langsam wie mein Nacken. Deswegen lege ich ihn mal ein bisschen in eine bequeme Position. Uli. Ich habe ja jetzt ein Headset. Das kann ich jetzt ja machen. Ich war mit einem Standmikrofon. Mit einem Schwanenhalsmikrofon. Nicht Standmikrofon. Ja, wollen wir das mit Heuer schwächen? Ich habe noch gerade noch schön Geräusche. Soll ich auch erstmal hinlegen? Mein Nacken tut weh. Aber das wird dann auch der letzte Part für heute sein. Also habe ich drei Paar Zeug gemacht zum Start. Ich wechsle. Komm, Orange, du warst jetzt so lange nicht mehr dran. Jetzt bist du mal wieder dran, Orange. Jetzt kannst du mal wieder Erfahrung abgreifen. Okay, noch fast ein Level up. Wir gleich ein Level 6 bekommen. Eieiei. Mein Nacken tut mir von der ganzen Zeit so unangenehm sitzen, aber jetzt liege ich jetzt besser. Mein Paket ist immer noch gekommen. Ich erwarte den UPS-Boot. Zitrone reicht Level 5. Yeah, da kommt nämlich das Spiel Summer Lesson an für PlayStation VR. Oh, noch ein Pokémon, der Uli. Ja, ich wechsle mal. Jetzt ist der Menzel, jetzt ist Menzel da. Der liebe Menzel. Menzel ja schön schnell. So, weg. Guck mal nach Menzel. Volltreffer. Yeah. Soll ich mal ein anderes Pokémon an Stelle 1 legen?
Ja, ich nehme mal. Wobei Zitrone wird schwer zu leveln sein, ne? Ich lasse es so. Ich lasse es immer so. Aber ich will alle gleich mit sie trainieren. Für 11 gibt es einen schönen neuen Tag. Dunkelhöhle. Ja, da können wir leider keine neuen Attacken lernen, deswegen gehen wir da nicht rein. Ich glaube, dabei gibt es eh noch Tackle, das Kleinstein da. Und vielleicht Blutsauer. Blutsauer wäre vielleicht gut gewesen. Wird da gar nicht sehr schwach. Aber dann teilt man sich ein bisschen. Eine Bitterbeere. Sag ich mal, Items benutzen. Ich will Items nicht im Kampf benutzen, sondern nur draußen. Draußen ist ja in Ordnung. Pika Blue. Und Charlotte, so. Da warten wir gleich ein paar Trainerkämpfe, kann ich die da einsetzen. Gucken wir mal durch die Items. Ah, wir haben Kiefer-Sonder, hallo. Lass uns kämpfen. Dann machen wir das mal. Mein Nacken tut mir vier. Ich hoffe, ich komme die ganze Zeit nicht blöd gegen das Mikrofon, aber ich suche mal eine bequeme Sitzposition irgendwie mit hinzumachen. Oh ja, so ist angenehm. Ja, so ist angenehm. Boah, ist echt. Mein Nacken tut weh, verdammt, ey. Aber so geht, denke ich mal. Ich darf echt nicht zu viele Parts auf einmal aufnehmen. Ist nicht gut. Aber was mache ich Heuler gegen Level 2 Raupi, also bitte. Das ist wohl ein bisschen übertrieben. Charlotte, du bist dran. Ja, mach dir nur einen Schaden. Das ist mal ein einfacher Trainer. Können wir ein bisschen aufleveln? Damit wir alle erstmal so auf Level 6 bekommen. Level 11 fände ich am besten und lernen wir eine zweite Attacke. Okay. Hat nicht gereicht für Level Up, leider. Ein weiteres Raupü. Nö, ich wechsle. Sollte Charlotte doch schaffen. Aber leider farbig ist, wie gesagt, wie sehr schwach, deswegen hat uns noch Level 4 Topics auseinandergerissen. Aber jetzt leveln wir noch ziemlich gleichmäßig, was ich sehr gut finde. So. Ja, Charlotte reicht Level 5. Perfekt. Hornlius kann vergiften. Pikablu kratzt das mal schnell weg. So, Kratzer. Sehr guten Volltreffer. Dann müssen auch Lilly und Zitrone leveln, auch wenn die keine Angriffsattacken haben. Ich muss schleunigst auf Level 11 kommen, weil dann lernen die nämlich Attacken, mit denen ihr angreifen könnt. Gut gemacht. Ja, jetzt ist der Pikablu drin, dann geht er gleich ein Level ab. Ist auch Level 5. Weg. Ja, dann haben wir es vielleicht in drei Parts dann in diese Stadt geschafft. Super. Aber der Anfang ist ziemlich nervig. Da gibt es immer nur normale Attacken, nicht irgendwie Parkour-Knarre und sowas. Falk wird auch ziemlich schwer, dann müssen wir viel vorher leveln. Ja, er hat verloren. Ah, ja, ja, was mache ich da? Nein! Oh. Ich wollte einen Trank an Lilly geben. Sie muss jetzt ein bisschen nachziehen. Sie ist noch Level 4, die anderen sind alle schon Level 5 und 6.
So. Sie muss schleunigst aufholen. Es Item. Ein Pokéball, ja. Yeah. Okay. Ja, der gute Falk. Gegen den haben wir noch gar keine Chance. Mit den Level, wie wir jetzt sind. Heilen wir mal so Pokémon. Ja. Bing, 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 bing. Ist hier eigentlich der Cliffhanger-Turm? Den machen wir dann vorher. Der ist dann gut zum Leveln. Auch die Stadt, oder? Mit dem Gepensator. Ja, in der Arena haben wir gar keine Chance, kann ich euch sagen. Ich kann ja mal einmal mein Geld ausgeben, dann können wir einmal die Arena probieren. Ja, ein Pokéball. Ein Trank. Ja, dann gehen wir in die Pokémon-Arena und überleben nicht lange. Ein Pokémon können wir vielleicht besiegen mit Heuler und Silberblick. Sieht aus wie ein S. Wie ein Dollarzeug. Und der hat bestimmt gleich seine 7 Taubs oder so. Mal sehen, was hat er? Ein Habitak. Level 9. Ja, nee, ja, nee, ja, ja, nee, ist klar. Das wird nichts. Ich hätte zuerst Zitrone einsetzen sollen, zuerst Heuler. Ja, wir haben einen Silberweg reinbekommen, super. Ja, wir müssen auch eine Menge trainieren. Wird aber viel Erfahrung geben, wenn wir es schaffen. Ja, wir kriegen gerade mal einen Heuler und einen Silberweg rein. Okay, hätten wir zwei Silberweg reinbekommen, hätten wir es in einer anderen Reihenfolge gemacht. Ja, wir bekommen zwei Heuler rein, immerhin. Ich weiß, ich schaffe es mit vereinter Kraft 1, ein Pokémon zu besiegen. Wobei, dann haben wir noch den Trainer, Big Data nur eins. So. Unsere Pokémon, die nur die Werte senken, sind alle besiegt. Pika Blue, schaffst du ein bisschen was? Wir werden ja... Oh, okay, die Heuler haben geholfen. Vielleicht klappt es ja doch, dass wir den ersten Trainer besiegen. Das wäre cool. Sehr viel Glück auf Schnabel wäre gut gewesen für den Cliffhanger-Turm. Schade für Schnabel, ich gelernt habe. Wäre gut gegen Pflanzen gewesen. Da kriegen wir eine Menge Erfahrung, wenn wir das schaffen. Aber ich denke, wir schaffen es. Pika Blues besiegt. Dann würde ich sagen, kommt Charlotte jetzt. Oh, es war ein Volltreffer, ne? Ja. Ich hab Charlotte ist besiegt. Ich hab... Da würde ich mal sagen, kommt der gute Mensch. Das wird viel XP geben für den letzten jetzt. Der schafft. Level 6 oder 7? Level 6, aber fast Level 7. Ja, super. Aber jetzt sind wir schon halb tot durch den Pokémon-Kampf. Ich setze mal Zitrone nach vorne. Ja, ein Habitat hat uns 4 Pokémon gekostet. Super. Der Pokémon ist ja da unten. Schade, dass man hier keine Rennstiefel hat. Ich weiß nicht. Wollen wir in den Fensterturm gehen? Mal weiter in der Arena probieren. Ist ja hier bei Knopfhänderturm? War das hier? Ja, ne? Also was ist anders? Ich bin jetzt total... Es war hier, ne? Oh, schade, wie Schnabel ich gelernt habe. Mann, das ärgert mich. Gehen wir in Knopfhänderturm. Oh, wir hätten ja Absorber lernen können. Mist. Absorber wird das ja auch... Gut helfen.
Wir gehen erstmal hier rein. Und leveln hier ein bisschen. Weiser Eckart. Oh ja. Ja, der kann sich heilen mit Absorber, deswegen schwäche ihn ordentlich. Wobei, ich glaube, so eine Special-Attacke, das hilft ja gar nicht, ne? Charlotten, kämpf du mal. Ragnid wäre gut gewesen. Oh Mann, ey. Hätten wir lernen sollen. Na, mit Level 11 lernen wir eine neue Attacke dann. Wir sollten dann auch mal was anderes als normale Attacken lernen. Jetzt haben wir nur normale Attacken. Da müssen wir auch die Fähigkeiten angucken, wer viel Spezialangriff, wer normal viel Angriff hat. Von unserem Pokémon und dann jeweils verteilen wird. Nach Talenten. Der Eingriffhänder setzt du schon so zu. Eingriffhänder erledigt und schon fast. Silberblick. Schwächen wir mal ordentlich, damit wir gleich einfach nur mit einem Pokémon reinbrettern müssen. Wen nehmen wir denn? Menzel, der hat jetzt genug bekommen. Jetzt ist mal wieder Pikachu dran. So, Attacke. Schön Kratzer. Wow, perfekt. Yeah, Level 5. Super. Komm, Pikachu, du schaffst es jetzt. Level 6. Aber ohne Silberblick, da brauchen wir mehr als eine Attacke, um Gegner zu besiegen. Um zu Knopfhänder zu besiegen. Eieieiei. So. Level 6, perfekt. Einfach zu schwach. Ich werde mal Charlotte heilen. Und Lilly. Wie gesagt, Items nur außerhalb des Kampfs. Ich sag, Charlotte braucht dringend mal ein Level Up. Ja, 3 Level 5 und 3 Level 6. Was ist das? Ein Paraheiler. Welche Pokémon gibt's ja nicht, ne? Hallo. Wir machen den Turm. Mal sehen, der hat natürlich wieder Knopfhänder, ne? Klar. Der wackelnde Turm symbolisiert das, wackelnde Knopfhänder. Ich weiß nicht, Heuler. Hilft das hier? Da gibt es noch eine spezielle Attacke, oder? Bin mir nicht sicher. Setzen wir erstmal Lilly ein und machen wieder Silberblick. Damit Charlotte das möglichst in einen Schlag schafft. So, schön schwächen. Oh, ich freue mich schon auf Level 11, wenn alle Pokémon eine zweite Attacke lernen, das wäre super. Eine Attacke ist ziemlich nervig, besonders wenn manche nur so Statusattacken haben. Wie Lilly und
Zitrone, Orange war ja. So. Weg. Ja, Zitrone übrigens wegen dessen Zitrone. Einmal für den so benannt. Und Menze wegen Menzegreen. Komm, Charlotte, du bleibst drin. Schaffst du. Oh, da ging's natürlich daneben, ne? Unschön. Ey, das ist eine 5% Wahrscheinlichkeit. Mann, ey, da wechselt man. Terrakot ist 95%. Orange, du bist mal wieder dran. So. Fahrt auch schon wieder fast zu Ende. Es geht so schnell, es macht so einen Spaß, die Challenge. Dann habe ich hier erstmal für 3 Wochen wieder Videos. Jeden Dienstag kommt ein Video an. Ja. Es macht echt Spaß. Das ist echt eine coole Challenge. Ja, Charlotte hat Level Up. Ich warte irgendwie die ganze Zeit, dass eine neue Attacke gelernt wird, aber ich weiß doch, dass sie erst... Ja, ich glaube, Mensch ist jetzt dran. Ich weiß doch, dass sie erst eine neue Attacke lernen. Wenn die Level 11 sind. Oh, Menzel fast Level 7. Menzel nähert sich der zweiten Attacke. Ja, ja. Und weg. Reitest du Level ab? Ich glaube nicht, ne? Oh doch. Hier, oh, Menzel hier, Level 7. Mit unserer Spitzenreiter. Der weise Helmut wurde besiegt. Jetzt ist er nicht mehr so weise. Ah, hier kommen wilde Pokémon. Orange. Ich glaube, nach diesem Part werde ich... Also nach diesem Kampf werde ich den Part beenden. Und da werde ich erstmal eine Pause machen und später weiter aufnehmen. Es macht aber echt Spaß. Weil ich erstmal 3 Parts. Ja. Danke euch fürs Zusehen bis hierhin. Und sage bis zum nächsten Mal. Vielleicht werden wir nochmal die Daten alle überprüfen. Ich schäme mich immer schon, bevor der Part eigentlich vorbei ist. Status, gucken wir mal. 8, 9, 10. Also 8, 9, 7, 10, 15. Schnell, ist wahnsinnig schnell und hat Spezialverteidigung ganz gut. Also Zitrone, muss ich mal alles notieren. Charlotte hat eine gute Verteidigung und eine gute Spezialverteidigung. Und ist auch relativ schnell. 15. Pika Blue hat eine gute Verteidigung und gute Spezialverteidigung, irgendwie alles die gleichen. Und jetzt hier nicht so schnell. Orange, ja auch so. Ja, irgendwie alle ziemlich gleich, ne? Ja, eigentlich ziemlich. Menzel ist ja schnell. Menzel war schon im höchsten Level. Ja, danke fürs Zusehen und ich muss noch speichern. Sag ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.